Und da bin ich auch schon wieder und ich erkunde jetzt, was es hier gibt. Ein Flammenwerfer. Sonst nichts. Okay, ich habe zu viel Munition. Und ich bin glücklich, dass ich hier jetzt den... beziehungsweise die Adlerfeder finden werde. Und dabei jegliche Gegner aus dem Weg gehe. Jawohl. Nur dem nicht. Hallo. Hier bin ich. Ja, von wo schießt er eigentlich? Ach, egal. Ist ja nicht mein Spiel. So. Jetzt bräuchte ich noch ein Portal, wo ich die Feder benutzen kann. Das wäre nicht schlecht. Nur wo? Habe ich das Portal nicht schon mal gesehen? Jetzt, ich habe ja... Boah, da war ja vorher dieses Kraftfeld. Oh mein Gott, ey. Wie vergesslich bin ich. Da wollte ich ja auch noch hin und da gibt es sicher das Portal. Nur muss ich jetzt wissen, wo ich das Kraftfeld kaputt machen kann. Das ist die große Frage. Genau, hier ist das Kraftfeld. Kann ich das wirklich nicht mit dem kaputt machen? Nee. Ich muss einen anderen Weg finden. Ich gehe systematisch vor. Erst hier rechts. Ist es das? Nein. Hier vielleicht? Nee, auch nicht. Okay, wohin dann? Dann gibt's nur noch diesen Weg. Auch nicht. Gut. Habe ich auch nichts verpasst. Ich gehe nochmal hier durch. Sicher ist sicher. Nein, definitiv nicht. Okay. Dann gehen wir halt zurück. Wow, vorsichtig. Boah, knapp. Ich glaube, hier geht's weiter. Da gehe ich nämlich dann noch nicht hin. Wow. Sondern erstmal hier nach. What the fuck? Unten. Das? Nein. Das Kraftfeld muss... Der Schalter für das Kraftfeld muss sich aber hier befinden. Das wäre zumindest logisch. Wo ist der verdammte Schalter? Muss ich ganz zurück. Genau, da ging es zu der Feder an für sich hin. Hier ist ein Portal. Vielleicht muss ich ja hier lang. Wobei ich es nicht glaube, da ist die Feder gewesen. Ja. Dann gehe ich zurück. Moment mal. Ich gehe nochmal hier hoch. Gibt's ja wohl nicht. Ich möchte die Gefrierkanone.
beziehungsweise Elektroschock vom Spiel. So spart man Munition. So. Nicht, dass es hier noch einen geheimen Raum gibt. Wie zum Beispiel. Moment mal. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass man das kaputt schießen kann. Nein. Komisches Gefühl, was ich da habe. Firestorm Cannon. Wirklich nicht? Nein, sonst würde das hier nicht abprallen. So. Er hat mich entdeckt, nein. Aua. Ich gehe doch mal in den Raum rein. Und benutze den Flammenwerfer. Ah. Okay. So habe ich zumindest jetzt mal. Hey, hätte ich jetzt das nicht gemacht, oh mein Gott. Wie blöd von mir. Dann hätte ich jetzt das gar nicht entdeckt. Glück gehabt. Bestimmt ihr von euch, die das Spiel schon durchgespielt haben, haben sich so, wie heißt der Dings, wie heißt das Dings auf Englisch, wenn man sich mit der flachen Hand selber gegen den Kopf klatscht. Das habt ihr wahrscheinlich gemacht. Es hat nur so ein Facepalm, heißt es, glaube ich. Genau, ihr habt Facepalm gemacht. Ja. Den töte ich jetzt aus Prinzip. Jetzt gehe ich nochmal ganz zurück, wie ich es vorher eigentlich vorhatte. Weil irgendwo muss ja der Kraftfeldschalter sein. Nicht hier. Boah, ein ganzer Part nur wegen. Weil ich hier das nicht finde. Wow, ach, verdammt. Vielleicht. Ja, das gibt's ja nicht. Ich muss hier irgendwo schauen. Nee, hier auch nicht. Okay. Moment mal. Bis gleich, ich muss kurz unterbrechen. Tut mir leid. So, die Unterbrechung ist vorüber. Hier bin ich wieder. Und ja, es gibt nur eine Möglichkeit. Und zwar dieser Raum. Nicht dieser. Entschuldigung. Ich meinte natürlich den hier. Den großen. Wo ich hier wohl runterjumpen? Nein, doch. Och, den meinte ich nicht. Oh mein Gott. Wollte ich dahin? Wahrscheinlich musste ich doch hier hin. Und hab's nur nicht gepeilt, ja, natürlich. Und zwar. War's hier? Irgendwo kann man hier dieses Teil aufschießen. Weiß ich. Beziehungsweise habe ich in einem Video gesehen. Es ist jetzt doch nicht hier. Ich glaube, es hakt. What the fuck? Epic Fail. Ich meinte doch, das war hier. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie ich das Spiel hasse. Zum 1000. Mal. Dann gibt's nur noch eine Möglichkeit. Ich muss noch mal kurz unterbrechen. Tut mir leid.
So, ich bin zurück und ich hatte doch recht. Und ein herzliches Dankeschön an den Turok 2 Level Designer, der diese Wand nicht ein bisschen auffälliger gestaltet hat. So, jetzt nehme ich eben diese Waffe. Geht die jetzt heute noch auf? Oder war ich tatsächlich doch wieder falsch? Ich verschwende jetzt einfach an jeder Wandseite meine Munition. Ja. Tatsächlich. Endlich, meine Güte. Warum muss das Spiel so kompliziert sein? So, jetzt muss ich aber einiges an Munition wieder zurückholen. So. Und wir haben tatsächlich das Force Field, das Kraftfeld, down gemacht. Und können jetzt endlich unseren Talisman holen. So. Ja, ich muss mich da nicht so viel einsammeln dafür. Der Geist wird mich schon nicht umbringen. Tada! So. Geh mal rein. Und ich bin still. The spirit grants you the Whisperer's Talisman. With this talisman, you call upon ancient voices to lift you over areas that may not be crossed otherwise. Also, kurz eine Übersetzung, weil es so leise redet, damit kann man eben auch so cool springen, so weit springen. So, was brauche ich jetzt eigentlich noch? Eigentlich nur noch den Primogen Key. Und soweit ich weiß, ist er im Wasser. Nein, bleib da. Wow, das war knapp. Sehr knapp. So, jetzt geht's aber weiter im Gelände. Ach, komm, ey. Du bist ja echt fehl am Platz. Wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Baller mir den Rücken. Genau. Feige Sau. So. Ich sagte, der ist im Wasser, glaube ich. Nicht in dem Wasser. Der ist da, wo man so tauchen kann. Aber es gibt ja zwei Stellen, wo Wasser ist. Und ich habe wohl damals die eine irgendwie, da habe ich das einfach verpasst. Weil ich einfach zu schnell war. Und einfach alles geskippt habe. So wie es ja nicht meine Art ist. So. Wow. Das habe ich jetzt zuvor noch gar nicht geöffnet. Ja, ihr bekommt alle eure Streicheleinheiten. Firestorm Cannon. Okay. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Das ist schon offen, ja. Ich muss hier nur schnell einen Schnitt machen. Bis gleich. Wir sehen uns gleich wieder.